Okay, Fabienne. Gut. Also, erstmal möchte ich noch alle begrüßen, die bei mir, die jetzt dazugekommen sind. Und ich möchte mich nochmal. It's too loud. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken dafür, dass ich hier stehen darf. Ich hatte vor einigen Jahren die Ehre, für den Premio Rezzoli nominiert zu sein. Und es war, das hat mich wirklich sehr mit Florenz verbunden. Und jetzt bin ich wieder hergekommen und darf diese Rede halten. Wir arbeiten noch ein bisschen an der Technik. Und dafür möchte ich Beatrice vor allem danken, Beatrice Monti, die das gastlichste Haus führt, das ich überhaupt kenne, und der Stadt Florenz. Desidero ringraziare in apertura tutti voi che siete venuti qui oggi e saluto in particolar modo coloro che si sono aggregati a noi solo in questo momento. Il mio ricordo del premio Correzzore è un ricordo si basa su una grandissima amicizia, cioè un legame forte con Firenze. In passato fui selezionata tra i finalisti del premio ed è per me veramente un grosso piacere poter essere qui con voi nuovamente oggi. Il mio più grande ringraziamento ovviamente va a Beatrice Monti e la sua casa, penso che sia la casa più ospitale che possa esistere al mondo, e ovviamente alla città di Firenze. Und ich möchte noch eine kleine Bemerkung vorausschicken, damit Sie sich nicht wundern. In jedem Exemplar sind kleine Korrekturen. Ich habe zwei schlimme Fehler gemacht. Also Fehler, die passiert sind, obwohl ich eigentlich wusste, wie es sein müsste, aber manchmal arbeitet der Kopf komisch. Und deswegen wundern Sie sich nicht, alle diese Korrekturen sind von mir gemacht, um den Fehler auszugleichen, sodass ich dachte, Sie haben zumindest eine Art Signatur in jedem Exemplar, die ist von mir. Also. Ja, weil es war zu dumm. Poi prima di dare lettura alla mia lezione magistralis c'è una piccola nota che vorrei condividere con voi. Non vi sorprendete se all'interno del libretto che troverete sulle sedie troverete due piccole correzioni realizzate a mano. Le ho fatte proprio io in prima persona, un po' per diciamo controbilanciare questi due brutti errori che avevo commesso. Sapevo benissimo come avrei dovuto formulare quelle frasi, però gli errori lì c'erano, lì sono rimasti, e quindi io a mano ho corretto tutti i singoli libretti. È una sorta di piccolo autografo. So, und jetzt beginnt die Rede. Do lettura della mia lezione magistrale. Wir stehen hier auf historischem Boden. Die Unterwelt von Florenz wird bewohnt von Michelangelo, von Galilei, von Rossini. Vor mehr als 700 Jahren war Dante in dieser Stadt zu Hause. Als er emigrieren musste, hat er die Verbindung zu seinem Florentiner Leben über den Umweg durchs Totenreich gehalten, hat den Gestorbenen seine Sprache geliehen und den geringfügigen Unterschied zwischen den Zeiten im Dialog mit dem Jenseits aufgehoben. Als Deutsche bin ich seit jeher daran gewöhnt, dass die Unterwelt bewohnt ist. Über das Pflaster meiner Heimatstadt Berlin und über das Pflaster vieler anderer Städte sind einmal Menschen gegangen, deren ungeborene Kinder, deren ungeborene Enkel noch heute fehlen. Was bleibt von denen, die von uns gegangen sind, und von uns selbst? Was bleibt? Eine der großen Fragen aller Schreibenden. Das befragen, was war, das, was vergangen ist, was sich als vergänglich erwiesen hat, aufheben in Sprache. Isis hat die Körperteile ihres zerstückten geliebten Osiris, die der Nil verstreut hatte, wieder zusammengesucht und miteinander verbunden. Während des Zusammenfügens aber hat sie den Körper Wort für Wort benannt, hat den Gestorbenen in einem Text versammelt, ihm so seine Einheit wiedergegeben,
und durch ihre Liebe wieder zum Leben erweckt. Man gibt dir deine Augen, um zu sehen, deine Ohren, um zu hören, was gesprochen wird, deinen Mund, um zu sprechen und deine Beine, um zu laufen. Deine Hände und Arme sollen dir dienen. Dein Fleisch sei fest und deine Adern seien wohlauf. Mögest du dich an allen deinen Gliedern erfreuen. Altägyptische Totenhymnen. 4000 Jahre schon glauben die Menschen daran, dass Sprache die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits überwinden kann, die der Tod aufgerichtet hat. Kann. Wenn jemand da ist, der spricht, jemand da ist, der die Beschwörung vollzieht, jemand, der liebt, jemand, dem es wichtig ist, sich zu erinnern. Einer lebt, wenn sein Name genannt wird. Beim Eintritt in das ägyptische Totenreich wird das Herz des Gestorbenen gewogen und ihm dann, wenn er sich als würdig erwiesen hat, wieder eingesetzt. Ich gebe dir dein Herz zurück von deiner Mutter. Ich gebe es dir an seinen Platz in deinem Leib, in dem du frisch und verjüngt bist. 4000 Jahre alt ist die Idee des Totengerichts. Seit 4000 Jahren werden die Lebenden gemessen am Tod und der Tod am Leben. Der Philosoph Giorgio Agamben hat kürzlich in einem Artikel auf den Unterschied zwischen den Begriffen Chthon und Geh bei den alten Griechen hingewiesen. Einerseits Chthon, Unterwelt, die dem Erdinneren zugewandt ist, und Geh, die der Sonne zugewandte Erdoberfläche. Zeus' Braut ist Chthonie. In den Mantel aber, den Zeus ihr in der Hochzeitsnacht umlegt, sind Geh und Orgenos, der Erdboden und der Ozean, als Muster eingewoben. Nur an der Oberfläche also ist das, was unsere Welt genannt wird und uns ernährt. Die Erde, auf der die Bäume wachsen, die Früchte, das Getreide, die Blumen. In der Tiefe aber ruhen die Toten. Excuse me, could you stop photographing after a while? Okay, thank you. Dante sucht die Seelen der Toten in der Tiefe, er besucht sie. Luzifers Gürtellinie markiert bei ihm die dunkle Mitte unseres Planeten. Da steckt der aufsässige Engel fest seit seinem Himmelssturz, steht da, macht eisigen Wind und frisst mit seinen drei Mäulern bis zum jüngsten Tage die Verräter Judas, Brutus und Cassius. In keinem Buch tritt deutlicher als in der göttlichen Komödie hervor, welcher Art die Entmachtung ist, die der Tod neben dem physischen Zerfall des Leibes anrichtet. Es ist eine Entmachtung in Bezug auf das Gedächtnis, auf das soziale Weiterleben in der Erinnerung der Lebenden. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, pregoti che alla mente altrui mi rechi. Doch kehrst du heim zum schönen Erdenrund, so lass dort mein Gedächtnis auferstehen. Totenstille. Privileg des Lebenden, dass er Geschichten erzählen darf, Geschichte schreiben, den Toten Text geben darf nach seinem Gutdünken. Bleibendes Verdienst von bleibender Schuftigkeit trennen, je nach seiner Ansicht. Der Hölle des Vergessens dies oder das, den oder jenen entreißen, und den oder jenen nicht. Dass er die Frage danach stellen darf, ob das, was jemand im Leben getan hat, dem Tod standhält. War derjenige gut genug, dass er es wert ist, in der Erinnerung der Lebenden zu bleiben? Oder immerhin schlecht genug? Und sollte es dem Gestorbenen nicht gleichgültig sein, ob er gut oder schlecht war, wenn er nur dem Vergessen nicht anheimfällt? Wenn ihm, wie auch immer, der Sprung gelingt in die Ewigkeit der Erinnerung. De mortuis nihil nisi bene,
Daran hält Dante sich nicht und auch sonst niemand, der schreibt. Im Gegenteil, die Hölle gibt die besseren Geschichten her. Schreiben ist Erinnern und Erinnerung ein Machtinstrument. Der Dramatiker Heiner Müller hat einmal in einem Interview gesagt, die Toten sind der archimedische Punkt. Nur mit den Toten kann man die Welt aus den Angeln heben, denn sie selber bewegen sich nicht. Erzählungen über das, was war, sind natürlich immer Erzählungen über das, was ist. Entscheidend ist, wer macht die Erzählung und von wem wird sie gehört, gelesen. Ein Toter kann von den Lebenden für ihre Zwecke benutzt werden, aber er hat ihnen die beharrliche Ewigkeit seines Todes voraus. Beethoven wurde zur Beethovenzeit gespielt, im 18., im 19. Jahrhundert, auch im 20. und 21. Jahrhundert, wurde unter den Nazis gespielt, im Westen Deutschlands ebenso wie im Osten und überall auf der Welt. Inzwischen ist seine Ode an die Freude die Hymne Europas. Der Tod ist der Anfang der Unsterblichkeit, hat Robespierre gesagt und den Kopf seines Revolutionsgenossen Danton in den Korb mit den Sägespänen fallen lassen. Wieder und wieder messen wir uns an den großen vergangener Zeiten. Wieder und wieder stellen sie uns in Frage, greifen aus dem Totenreich nach uns, um uns an den Maßstab zu erinnern. Was sie angerichtet haben, im Guten wie im Bösen, liegt offen da und will gelesen werden, immer wieder neu gelesen werden. Eine der wenigen Freuden des Älterwerdens ist die Freude daran, immer besser zu verstehen, welchen Platz in der Welt man einnimmt, eingenommen hat, noch bevor man überhaupt begonnen hat zu existieren. Unsere Lebensgeschichte ist verknüpft mit den Lebensgeschichten anderer, ist mit der sogenannten großen Geschichte verknüpft. Unser Fleisch, das Material, in dem Geschichte sichtbar wird. Was wir sind, ist viel mehr als wir und ist alles zusammengenommen Teil eines lebendigen Organismus, der Gesellschaft heißt. Über den Umweg durchs Totenreich erfahren wir, wer wir sind. Jeder hat in Dantes Universum seinen Platz. Jeder. Aus der Menschheit auszutreten ist niemandem möglich. Und wie jede Gemeinschaft ist diese universelle Umarmung herrlich und schrecklich zugleich. Wärmt uns sozusagen mit eisernem Arm. Ich stehe in dem Zimmer, das mein Familienarchiv ist, ziehe Mappen mit Briefen und Fotos heraus, wieder und wieder. Lese, schaue an, lerne das Leben meiner Vorfahren, studiere es. Meine Gegenwart ist die Zukunft derer, die nicht mehr sind. Was fange ich mit dem Geschenk dieser Zukunft an? Je mehr ich verstehe, desto mehr Geschichten treten zutage, desto mehr Wahrheiten zeigen sich meinem Blick. Geheimnisse, die in der Tiefe der Zeit verborgen waren, beginnen zu mir zu sprechen, leuchten heraus aus diesen Mappen, die aussehen, als wären sie nur totes Papier. Der Anfang der Zeit, meiner Zeit, Zeit, die auf mich gewartet hat, Zeit, aus der ich gewachsen bin, noch bevor ich lebendig war. Tiefe der Zeit, die mein Anfang war. Im anderen Menschen uns selbst anschauen. Und was wird von uns bleiben? Welches Material stellen wir her, lebend? Und welche unserer Geschichten wird irgendwer, der einst, wenn wir nicht mehr sind, freilegen? Welche der Geschichten, die unser Leben waren, werden vergessen werden, nie gewusst, nie erzählt? Und sei es nur, weil niemand mehr da ist, der wieder und wieder das Material befragt. Während wir uns erinnern, wieder und wieder, werden wir selbst älter, erreichen vielleicht nach und nach alle Lebensalter, die ein Verstorbener vor uns gehabt hat,
überleben vielleicht sogar seine Lebenszeit und verstehen seine Hinterlassenschaften und manches, an das wir uns erinnern, immer wieder neu und anders. Ich stehe in dem Zimmer, das mein Familienarchiv ist, und halte ein Rezept meiner Großmutter in der Hand. Buttercremetorte. Sie hat es meiner Tante, also ihrer Tochter, geschickt. Sie hat es, nachdem die Tochter durch den Bau der Berliner Mauer plötzlich von ihr abgetrennt war, geschickt. Die Heimat wohnte im Rezept. Sie hat ihrer Tochter ein Rezept für eine Buttercremetorte geschickt, aber sie selbst hat, während sie Kriegsgefangene war, gehungert. Ihre eigene Rettung vor dem Verhungern und die Rettung ihrer Tochter wohnen in dem Rezept. Guten Appetit steht da am Ende. Ihre Stimme, konserviert in ein paar Buchstaben, schickt sie mit in dem Rezept. Abends hatte sie viel Zeit zum Briefeschreiben, denn ihren Mann hatte sie ein paar Jahre zuvor hinausgeworfen und lebte nun allein. Ihre Einsamkeit steht in dem Rezept. Das Rezept für die Buttercremetorte ist also viel mehr als nur ein Rezept für Buttercremetorte. Ein und dasselbe Material enthält viele Geschichten, wenn nur jemand da ist, darin zu lesen. Wenn nur jemand da ist, sie aufzuschreiben. Wieder und wieder gehen wir die Wege, die die Toten gegangen sind, als sie noch lebendig waren, und sehen, es sind auch unsere Wege. Und irgendein Tag, an dem wir nicht mehr sind, wird vielleicht genauso aussehen wie der heutige Tag. Nur wir werden ihm fehlen. So wie dem heutigen Tag viele fehlen, die eben noch auf der Erde waren. Wo sind sie? Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen, hat William Faulkner einmal geschrieben. Meine Mutter klopft an die Tür, dreimal, statt zu klingeln, um mein kleines Kind nicht zu wecken, das gerade eingeschlafen ist. Meine Mutter klopft an die Tür, dreimal, statt zu klingeln. Mein Sohn ist inzwischen erwachsen. Eine Freundin zieht sich die Winterstiefel an. Ich sehe ihre Hände, ihre Fingerkuppen, den perlmuttfarbenen Nagellack. 17 war ich damals und sie hatte Krebs. Ich habe gehört, sagt die Mutter meines Vaters, dass es Neonazis gibt. Ja, das stimmt. Warum aber, Jenny, warum nur? Kaffee aus Zwiebelmustertassen, dazu Kekse. Jenny, sag mir, was denken die jungen Menschen? Wo wir vor über 30 Jahren beim Café saßen, steht nun der Wickeltisch für die Kinder meiner Schwester. Der Mann meiner Mutter lehnt sich an mein neues Auto und nickt. Es ist ein guter Kauf, meint er. Meine Mutter hat die Asche ihres Mannes auf einer Wiese verstreuen lassen, damit sie seinen Namen nicht auf einem Grabstein lesen muss. Beim Kofferpacken hilft mir meine Großmutter, setzt sich auf den Koffer, der nicht zugehen will, weil ich zu viel eingepackt habe. Und die Abfahrt sollte doch schon vor anderthalb Stunden sein. Ahoi, ahoi, sagt sie, sitzt auf dem Koffer und lacht Tränen. Meine Großmutter liegt in demselben Grab wie meine Mutter. Die Welt ist groß genug, um sie mit denen zu teilen, die nicht mehr da sind. Die nicht mehr da sind, sind in jedem Augenblick meines Lebens da. Die unsichtbare Welt ist immer da, zugleich mit der sichtbaren. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Quel punto che del futuro fia chiusa la porta, der Tag, da sich der Zukunft Pforte ewig schließt. So beschreibt Dante den jüngsten Tag, an dem der Begriff Zukunft seinen Sinn verlieren wird. An anderer Stelle lässt er den heiligen Benedikt über den höchsten aller Himmelskreise sagen: Ivi è perfetta, matura ed intera, ciascuna disianza in quella sola, e ogni parte là, ove sempre era,
perché non è in loco e non s'impola. Denn jede Sehnsucht wird dort sein vollkommen, erfüllt und reif, wo jedes Ding allein zur Ruhe, wo es immer war, wird kommen. Von dieser Aufhebung der Zeit nach dem jüngsten Gericht gibt die Parallelität des Leidens und der Läuterung in Dantes jenseitigem Universum einen Abglanz. Mythische Gestalten, homerische Helden, antike Götter ebenso wie Troubadoure, Politiker aus Dantes Gegenwart, christliche Heilige, ja sogar Menschen, deren Körper zwar noch auf Erden wandeln, deren schwarze Seelen allerdings schon vorab zur Hölle gefahren sind, all diese begegnen sich in Dantes feurigen oder eisigen Wüsten, im Schlamm, im Kot, im Pech oder im ewigen Licht. Die irdische Zeit gilt schon hier nichts mehr. Auch der mexikanische Autor Juan Rulfo nimmt sich diese Freiheit von chronologischer Abfolge. Wie einen Traum liest man seinen Pedro Páramo. Auf der Suche nach seinem Vater betritt da ein Lebendiger einen gestorbenen Ort, ist zu Gast in leeren Zimmern, die nur von Stimmen bewohnt sind, Wind geht, Unkraut wächst, der Himmel ist zu sehen durch Dächer, die eingestürzt sind. Irgendwann ist der Erzähler selbst bei den Toten, ist selbst unmerklich ins Totenreich hinübergeglitten und wir haben nicht einmal bemerkt, wann. Durchlässig sind bei Juan Rulfo die Zeiten, durchlässig die Welten. Diesseits und jenseits nur eine Frage der Wahrnehmung. Nur folgerichtig ist es, dass es auch irgendwann nicht mehr dieser eine Erzähler ist, der die Geschichte erzählt, dass er abgelöst wird von anderen Stimmen. Wir hören, wie sie miteinander wispern, wie sie klagen, wie sie einander lauschen, um besser zu verstehen, was ihren Freunden, ihren Feinden, was Pedro Páramo dem Mächtigen, was seiner verrückt gewordenen Frau geschehen ist. Was all denen widerfahren ist, mit denen sie da gemeinsam begraben liegen, ohne ihren Frieden zu finden. Die letzten zwei Sätze dieses Buches zählen zu den schönsten letzten Sätzen, die ich je gelesen habe. Er betete in seinem Innern, aber er sagte kein einziges Wort. Er schlug hart auf die Erde auf und fiel auseinander wie ein Haufen Steine. Unweit von Dante hat dieses Buch seinen Platz in meiner Bibliothek bei den romanischen Sprachen. Auch ein Totenreich, so eine Bibliothek. Auch die Autoren flüstern, wenn niemand es hört, von einem Regal zum anderen miteinander. Walter Benjamin steht bei den Philosophen. Aus seinem hellblauen, zerlesenen Paperback-Band hört er Juan Rulfo zu, lauscht auch, ganz ohne Neid, so wie es nur die Toten können, zu Dante hinüber, der in drei dunkelroten Leinenbänden luxuriös und zweisprachig wohnt. In einem Essay beschreibt Benjamin, wie alles Erzählen sich die Autorität vom Tode ausborgt. Die Autorität, die auch der ernste Schächer im Sterben für die Lebenden um ihn herum besitzt. Wenn nämlich mit dem Ablauf des Lebens eine Folge von Bildern sich in Bewegung setzt und mit einem Mal in seinen Mienen und Blicken das Unvergessliche aufgeht. Diese Essenz eines Lebens, die erst mit dem Blick zurück auf alles, was war, lesbar wird. Auf wenige Zeilen schnurrt manchmal so ein Leben zusammen, wie wir es meisterhaft auch in Edgar Lee Masters Buch »Die Toten von Spoon River« sehen können. In drei verschiedenen Ausgaben steht es bei mir im Lyrikregal, da wo die Stehlampe hinscheint. Luftlinie 1,5 Meter vom Benjamin, 3 Meter vom Dante, vom Rulfo. Aber die Entfernungen und vor allem die Nähe werden in einer Bibliothek, ebenso wie im Totenreich, nicht in Metern gemessen. Die Toten von Spoon River also, ein Buch, das ich immer wieder aufschlage, in dem ich immer wieder lese, das mich in jedem Lebensalter daran erinnert hat, nach dem zu suchen, was wesentlich ist.
In einem Leben ebenso wie in einem Text. Edgar Lee Masters leiht den Gestorbenen einer amerikanischen Kleinstadt für 10 oder 20 Zeilen seine Stimme. Wo sind Elmar, Hermann, Bert, wo Tom und Charlie? Der Willensschwache, der Kraftprotz, der Clown, der Säufer, der Schläger. Alle schlafen sie hier am Hügel. Den raffte ein Fieber dahin, der verbrannt unter Tage, der wurde im Streit umgebracht, der starb im Gefängnis. Der fiel von der Brücke, als er geschuftet für Weib und Kind. Alle schlafen sie, schlafen am Hügel. Bei Masters begegnen wir den Lauten, den Leisen und natürlich auch den Lauwarmen, die, glaubt man Dante, nicht einmal die Hölle betreten dürfen, geschweige denn den Himmel. Der Tod ermöglicht die Utopie von Gleichberechtigung. Selbst diejenigen, die ein Leben lang stumm geblieben sind, sprechen nun, da sie nicht mehr leben, über ihr Leben. 10 oder 20 Zeilen für das, worauf es ankommt. Auch bei Dante ist der höchste Himmelskreis, der 9., auf den es ankommt, der kleinste. Die Atombombe, die Hiroshima zerstört hat, passte auf einen Handwagen. In 10 oder 20 Zeilen werden Geheimnisse offenbar, wird mit dem lebendigen Leser Erfahrung eines ganzen Lebens geteilt, wird vom Moment des Sterbens erzählt oder von geheimen Wünschen, vom Neid, von Ängsten, treten Eitelkeiten, Trauer, Glück, Nachdenklichkeit und Verzweiflungen derer, die längst unter der Erde liegen, zutage. All die verschwiegenen Beweggründe und Beziehungen, die so eine Gruppe von Menschen unterirdisch verbinden. 10 oder 20 Zeilen. Blank liegen unter dem Blick von Edgar Lee Masters die Organe eines solchen sozialen Organismus. Was im Leben nicht möglich war, wird möglich im Jenseits. Wahrheit sagen, jenseits sein, jenseits der Angst vor dem Tod sein, den Tod, den großen Erpresser hinter sich gelassen, haben und endlich frei sein, sich zu sich selbst zu bekennen. Edgar Lee Masters reißt die Oberflächen der Seelen auf und wirft einen Blick in die Tiefe. Ich ton, geh, jenseits sein, das kann man bei Dante und auch bei Edgar Lee Masters lernen. Schreiben ist ja im Grunde genommen nichts weiter als ein paar Buchstaben auf Papier. Ein dünnes Blatt Papier von der Wirklichkeit abgezogen wie eine Haut. Aber es macht etwas mit dieser Wirklichkeit, das Schreiben. Es zieht ihr die Gegenwart ab wie eine Haut. Und macht aus der ein Museumsstück. Versteinern. Auch das Schreiben ist eine Form, das Jetzt in die Ewigkeit hinüberzuschieben. Eine Freundin von mir, die ich neulich anrief, um sie nach einer Reise zu fragen, die wir vor 35 Jahren gemeinsam unternommen haben, sagte, sie erinnere sich an nichts mehr und ihre Tagebücher habe sie verbrannt. Verbrannt? Ja, sagte sie, verbrannt, Gott sei Dank, sie habe diese Entscheidung noch keine Sekunde bereut. Jemand, der seine Tagebücher verbrennt, war einmal meine beste Freundin? Ein Tagebuch verbrannt, das in all seinen Verzweigungen mit der übrigen Welt, derer sich der Schreibende oft gar nicht bewusst ist und auch gar nicht bewusst sein muss, nie allein dem gehört, der es geschrieben hat, sondern immer und grundsätzlich der ganzen Menschheit? Aber natürlich verstehe ich, was meine Freundin gemeint hat mit dem Verbrennen ihrer Vergangenheit. Sie hatte Angst vor dem versteinerten Bild ihrer Jugend, das ihr unweigerlich aus ihrem Tagebuch entgegentritt. Und damit bin ich bei dem, was das Schreiben auch ist: Verwandlung des Lebens, der lebendigen Wahrnehmung in ein Dokument. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der es gegen das Vergehen und Vergessen anarbeitet,
entreißt das Schreiben einen Menschen, ein Ereignis, einen Ort der Gegenwart und sieht damit dem ähnlich, den es zu vertreiben versucht, dem Tod. Wer sich umwendet, während er vorwärts geht, so wie Lots Frau auf ihrem Weg, der sie aus Sodom hinausführen soll, der versteinert. Als ich ein Kind war, habe ich daran geglaubt, dass ich mehrere Leben hätte. Und wenn einer mich gefragt hat, was ich denn schon einmal gewesen sei, welche Pflanze, welches Tier, dann habe ich immer gesagt, dass ich bestimmt ein Stein war und eines Tages vielleicht wieder ein Stein sein werde. Tutta la ricchezza dell'infanzia e soprattutto questa vicinanza al sentimento della morte. Der ganze Reichtum der Kindheit liegt vor allem in dieser Nähe zum Todesempfinden, hat Gregor von Rezzori einmal in einem Interview gesagt. Abgewandelt würde ich sagen, nur Kinder haben ein Bewusstsein dafür, dass alles zusammengehört, jedes in jedem enthalten ist. Und wozu schreibt man, wenn nicht dazu, in diesem Sinne ein Kind zu bleiben? Als Kind habe ich Steine gesammelt, bin auf allen Spaziergängen mit dem Blick zur Erde gegangen. Später erst habe ich Ovid gelesen, in dessen Metamorphosie mehrere Versteinerungen vorkommen, darunter die des Giganten Atlas, dem Perseus das Haupt der Medusa entgegengehalten hat. Nam barba cum meque in silvas abeunt, jugas und umerique manusque, quod caput ante fuit, summo est in monte cacumen, ossa lapis fiunt. La barba ei capelli passarona infatti in selve, le spalle e le mani sono balze, quello che prima era il capo e il più alto cocuzzolo della montagna, le ossa divennero sasso. Es gehen in Wälder über, Haupthaar und Bart, Anhöhen sind Schultern und Hände, was noch eben das Haupt, ist oben am Berg der Gipfel, Knochen erstarren zu Stein. Vor meinem Schreibtisch ist ein Pinnbrett, darauf eine Postkarte des Atlas von Michelangelo. Wahrscheinlich haben Sie alle diese Plastik schon oft im Original gesehen, sie steht ja hier in Florenz. Aus dem Stein, aus dem er gemacht ist, will Atlas sich herauswinden, scheint es. Aber es gelingt ihm nicht. Er ist versteinert, er ist selbst der Stein, den er trägt. Er trägt sein eigenes Gefangensein im Stein. Im Stein ist er enthalten gewesen, Atlas, immer schon, aber nur Michelangelo hat ihn gesehen. Dieses Wechselspiel zwischen dem Vermögen von Kunst, Form und Sinn in einer amorphen Materie zu erkennen, Wesen und Struktur einer lebendigen Sache also erfahrbar zu machen einerseits und andererseits das Übersetzen dieses Stücks Leben in ein Medium, also sein Loslösen aus der Wirklichkeit, sein Einsperren in einen Text, ein Bild, eine Skulptur, erzählt vom Dilemma aller Kunst, die Vergänglichkeit zu beklagen, sie aber nur in einem Material aufheben zu können, das nicht Fleisch und nicht Blut ist. Für viele meiner Bücher habe ich in Archiven gesessen und oft gefunden, wonach ich gar nicht gesucht habe. Habe mich oft auch gefragt, was wurde nicht aufgeschrieben? Von welchem Gespräch werde ich nie erfahren, weil es darüber keine Notiz gibt? Was ist in der Wirklichkeit vorgefallen zwischen dem einen Brief und dem anderen? Habe, wenn ich lange genug auf dieselben Dokumente geschaut habe, manchmal doppelte Wahrheiten erkannt oder den Versuch des Schreibenden zu taktieren? Habe die Mühe bemerkt, die es ihm gemacht hat, das politische Vokabular seiner Zeit zu verwenden, wie von höherer Stelle gewünscht? Habe den Stolz herausgelesen aus einem Lebenslauf, die Manipulation aus einem Bericht, der sich sachlich gibt, die Erpressung aus einem Brief, den Alltag aus einer Notiz und so weiter. In einem Archiv sitzen ist Archäologie, Schicht für Schicht freilegen von dem, was man verstehen will
ohne zu wissen, was einen erwartet. Sich dem Unbekannten aussetzen, geschriebenen Dokumenten durch das eigene fiktive Schreiben Sinn unterlegen, versuchsweise. Das Gefühl, das den Dokumenten stumm innewohnt, wieder aufwecken, versuchsweise. Es verbinden mit der eigenen Lebenserfahrung, mit den lebendigen Quellen, mit den historischen Umständen. Es sich anverwandeln, versuchsweise. Wie ein Archäologe sitze ich zu Beginn des eigenen Schreibens vor einem Haufen Trümmer, vor Splittern, habe eine Ahnung vom Ganzen, vermute hier und da einen Zusammenhang und suche nach dem Kern der Geschichte, die ich erzählen will und doch selbst noch nicht kenne. Was ist das Eigentliche? Was macht eine Geschichte zu einem lebendigen Organismus? Wie halte ich das Material, dass der Leib für meinen Text ist, zusammen. Wenn ein Autor ins Totenreich hinabsteigt, tritt der Urgrund allen Schreibens nur besonders deutlich hervor, nämlich die Frage, wenn wir doch alle sterben müssen, welches Leben lohnt dann die Mühe, die das Leben mit sich bringt? Oder umgekehrt gefragt, gewinnen wir durch das Leben, das wir führen, Macht über unseren Tod? Ist der Tod womöglich Antwort auf eine Frage, die wir selbst gar nicht gestellt haben? Oder waltet doch nur das blinde Verhängnis? Wie können wir es ertragen, dass wir Mensch um Mensch diejenigen verlieren, die uns am nächsten sind und zum Schluss uns selbst? Vielleicht kennen Sie das dünne Büchlein »Die Brücke von St. Louis Re« von Thornton Wilder. Zwischen Scott Fitzgerald und Faulkner steht Wilder bei mir im Regal, bei den Amerikanern, nach Geburtsdatum eingeordnet, in Griffhöhe, zwei Handbreit vom Dante entfernt. Festeinband, erschienen in einem DDR-Verlag, den es, so wie die DDR, das Land, in dem ich aufgewachsen bin, längst nicht mehr gibt. Fünf Menschen stürzen, als eine Hängebrücke in der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima reißt, in die Tiefe. Thornton Wilder fragt, was erzählt der gemeinsame, anscheinend zufällige Tod gerade dieser fünf Menschen? Oder besser, erzählt er überhaupt etwas? War das Unglück ein Zufall? Oder liegt hier der Nachweis einer göttlichen Fügung? Fünf Lebensgeschichten lässt Thornton Wilder seinen Erzähler skizzieren, um dahinter zu kommen, welches Detail in den fünf Lebensgeschichten wohl das Entscheidende ist, um den Beweis einer Vorsehung zu führen. Was kann man weglassen? Was muss im Text stehen? Genau das ist im Grunde genommen die Frage, die jeden Autor von Satz zu Satz vor sich hertreibt. Was ist von Bedeutung? Was muss da stehen? Was kann weg? Um eine Wahrheit herum, die selbst unaussprechlich ist, wächst dann so ein Text. Aus Fleisch und Blut ist etwas Geschriebenes nicht, aber ein Herz muss es haben. Alle fünf Lebensgeschichten, die Wilder in diesem Buch erzählt, haben eine Liebe im Zentrum, die so groß ist, dass sie sogar vermag, den, dem sie gilt, schließlich loszulassen. Und das Loslassen ist so groß, dass es das Loslassen des eigenen Lebens nach sich zieht. Oder? Ist es wirklich dieses allen fünf Figuren gemeinsame, schmerzhafte Loslassen, das der Vorsehung das Zeichen für den Sturz in die Tiefe gegeben hat? Oder liegt der Sinn des Unglücksfalls vielmehr darin, dass er eine Verbindung derer stiftet, denen die Liebe der fünf Hauptfiguren gegolten hat? Dann hätte also die Geschichte nach der Geschichte, nach dem Reißen der Brücke, das Verhängnis verursacht? Liegt das Herz des Buches in diesen letzten 15 Seiten, die dem eigentlichen Buch angehängt sind wie ein Appendix, oder doch in der Erzählung zuvor? Oder ganz woanders. Bald werden wir alle sterben
Und alles Angedenken jener fünf wird dann von der Erde geschwunden sein. Und wir selbst werden für eine kleine Weile geliebt und dann vergessen werden. Doch die Liebe wird genug gewesen sein. Alle diese Regungen von Liebe kehren zurück zu der einen, die sie entstehen ließ. Nicht einmal des Erinnerns bedarf die Liebe, schreibt Thornton Wilder. Nicht einmal des Erinnerns bedarf die Liebe. La luce eterna. Dante scheint Wilder aus der Tiefe seiner Vergangenheit zu antworten, wenn er im letzten Kapitel seiner Komödie, der Göttlichen, schreibt: Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze accidenti e lor costume, quasi confalti insieme per tal modo, che ciò ch'io dico è un semplice lume. La luce eterna. In seiner Tiefe sah ich es enthalten, von Lieb vereint zum Buch, was wir gewahren, als Blätter durch das Weltall sich entfalten, sah Wesen, Zufall, Wirkung offenbaren, als eins sich so verschmolzen und vermengt, das, was ich sag, nur schwacher Schein des Wahren. Das Schöne am Schreiben ist, dass eine Frage an seinem Anfang steht und eine Frage an seinem Ende. Und vielleicht ist gerade das auch das Schöne an der Wahrheit der Literatur, dass sie kein Besitz ist, kein Ding, das vererbt wird, so wie es steht und liegt, sondern dass sie in einer so tiefen Schicht auf uns wartet, dass Sprache zwar den Zugang dazu offenlegen kann, die Worte den Weg weisen können, die Wahrheit selbst aber von jedem Leser auf eigene Weise gefunden werden muss. Jedes Buch ist, wenn man so will, eine Zeitkapsel, die Nachdenken enthält. Und je mehr Generationen auf etwas, das in Literatur überliefert ist, blicken, desto mehr Nachdenken wird wieder neu aus so einem Text wachsen. Und selbst wenn so ein Buch lange Zeit nicht, vielleicht sogar nie gelesen würde, es macht einen Unterschied, ob es dieses Nachdenken einmal gegeben hat, ob ein Autor mit der Welt, so wie er sie vorfand, unzufrieden genug war, um mit dem Schreiben zu beginnen, ob er in Frage gestellt hat, was seinen Zeitgenossen selbstverständlich schien, ob sich dieser eine auf die Suche gemacht hat. Nec perit in toto quicquam mihi credito mundo, en nulla perisce in elemento universo credete a me. In der Weite der Welt geht nichts, das glaubt mir, verloren, sagt Ovid im letzten Buch seiner Metamorphosi. Sed variat faciemque novat nascique vocatur incipere esse aliud quam quod fuit ante morique desinere illud idem. Ma ogni cosa cambia e assume un aspetto nuovo. E nascere noi chiamiamo cominciare ad essere una cosa che non si era e morire cessare di essere la suddetta cosa. Wechsel und Tausch ist nur in der Form. Entstehen und werden heißt nur, anders als sonst anfangen zu sein und vergehen nicht mehr sein wie zuvor. Vor 4000 Jahren wohnte in jedem ägyptischen Samenkorn der Herrscher des Totenreichs, der Gestorbene, von Isis zusammengeflickte und durch Worte der Liebe wieder zum Leben erweckte Osiris. Beim sogenannten Zokka-Fest wurden im Gedenken an das Schicksal des mythischen Herrschers Gerstenkörner in einer osirisförmigen Holzform, die mit Erde gefüllt war, begraben. Die Priester beweinten den symbolischen Leichnam, rasierten sich zum Zeichen der Trauer ihre Schädel, schlugen sich selbst an die Brust, zerkratzten ihre Glieder. Nach 8 Tagen aber, wenn die Saat aufgegangen war, wurden die Setzlinge in die Erde gepflanzt und waren nun Zeichen des Neubeginns, des Wachsens.
Vielen Dank.